Damit wieder hallo und herzlich willkommen zu World of Warcraft Mythisch Plus Dungeon. Diesmal sind wir wirklich im Finsterheitsdeckisch. Bei irgendeinem, ich glaube das war bei Zaurek, war ich nochmal im immergrünen Floh und gesagt, wir sind im Finsterheitsdeckisch. Jawohl, nein, sind wir nicht. Okay, der pullt jetzt einmal so durch. Machen wir ab jetzt erst Schaden. Ich muss auch mal springen, damit ich mein Gyroskop auch auslöse. Wer sich mir in den Weg stellt, blickt lediglich einem frühen, qualvollen Tod entgegen. Na, nicht auslaufen. Diese Worte von Xavius Schatten. Ich habe ein Ziel. Ja. Stillwurm, mit euch befasse ich mich in Kürze. Da kommen wir noch ran, kommen wir noch ran. Nein, wir kommen nicht mehr ran. Aufpassen, ich muss mich eher nach links halten statt nach rechts, damit ich nicht aus Versehen irgendwas pulle. Pullen will. Ich habe kein Ziel. So, wir laufen hier durch. Der will auch da unten drunter her springen. Sehr gut. Wir wollen. Also die Bären sind ein bisschen eklig zu pullen. Allein schon wegen den Schämen, die die noch fallen lassen. Wir haben ja selber beziehungsweise ich werde mit Zauberer festgestellt haben, dass wir viel zu viel gepult haben. Ich lade die halt nicht in der Reihenfolge hoch, wie ich die mache, weil sonst seht ihr viermal Wechsel oder fünfmal Wechsel, viermal Zauberer, viermal Raoul. Ich versuche mich schon immer noch so hinzukriegen, dass die passen. Dass ihr möglichst viel mal an Auswahl nicht, sondern an Rotation hat, dass ihr nicht immer das, denselben Charakter seht, 5, 6, 7 Mal hintereinander, damit ihr euch beim nächsten Mal auf den nächsten wieder freuen könnt, sowas hat alles. Nice, aber lame. So, danke. Ich bin dabei. Albtraum in eurem Blut. Doch, verschwindet aus diesem Wald oder spürt den Zorn der Natur. Das heißt, wir hören da jetzt gleich auch seine Animation. Ihr seid es also, die diese Wälder mit dem Albtraum vergiften. Ich spüre einen mächtigen Druiden unter euch. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Ja, das wagt er. Was für ein Brandruide! Werde durch Klauen und Zähne geläutert! Ihr seid mit großen Heilkräften gesegnet. Am Ende werde ich euch alle zerreißen! Werde durch Klauen und Zähne geläutert! Ich hatte... Ja, das war die Animation, wenn ein Heiler dabei ist. Glück! Genießt es und betet, dass ich nicht der Nächste bin. Sie werden bestens gerüstet sein, denn eure wahre Macht endet an der Schwelle des Albtraums. Zeit dämmerlicher Licht! Öffnet euren Mund erneut und es wird ein Schrei nach Gnade sein. Oh, weg von den Machums. Die sind mies, die sind richtig mies. Ich bin außer Reichweite. Da auch noch Reichweite. Schnell weg hier. So gesagt. Nein.
Er hat den Zauber nicht gewirkt. Nein. Kann man auch kurz abwarten, bis der hier noch mal droppt. Kann man den noch mal raus. Jetzt stand ich an den Pilz. Wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre das meine eigene Schuld gewesen. Der DH ist auch schon wieder gestorben. Ich könnte vielleicht netterweise... Also so lost bin ich beim Tanken nicht. Ich gehe schon hin und... tanke auch in diesem Pulk von den Fischern her. Weil die kommt ja nicht mit. Die kriegt ja nicht mit. Ja, Mr. Tankyboy, hier oben steht doch noch einer. Ich finde das geil, dass ich mich alleine um die kümmere, während die anderen da unten schön drauf waren. Ich muss näher ran. Was hat er? So, gerade noch. Was ist, glaube ich? Mit meinem Stamm ramme ich euch in den Schlamm. Meinem Stamm ramme ich euch in den Schlamm. Okay. Sehr nett. Nicht? Stimme war ja, glaube ich, zu der Zeit von Legion war es noch so, dass man in den Fernkampf musste. Eine Blume. Euch werde ich entwurzeln. Also dass man weiter wegstehen musste, weil man sonst keine Pfeile schießen konnte und sowas. Und das haben sie ja dann aufgehoben irgendwann, Gott sei Dank. Vorher auf Holz geklopft. Weil gerade dieser Boss, der jetzt kommt, halt wir darauf angewiesen sind, dass wir näher dran stehen. Weil wir sonst pullen würden. Ihr habt keine Macht über diese Welt, Albtraumfürst. Gewagte Worte für einen Gefangenen, der von dem bloßen Echo meiner Macht überwältigt wurde. Wir von der Attacke am besten nicht treffen lassen. Sollte man in dem seinen Schein stehen. Die Age, da kommen noch welche. Und schnell Lava. Lava, Lava, Lava. Ich will euch besser putzen halt wie den einen oder anderen.
Das ist mein Sprit, weil ich meine Verhalten so durch die Schiffe mit dem Platz springen. Das sieht aber gut aus, ob ich das nicht machen muss. Kann den einen oder anderen schon richtig Kopf und Kragen kosten. Weil dann, wenn er dann da drin steht und so, potenzielle Beute, die man nicht sieht. Ah, okay, jetzt habe ich doch gefailt. Okay, die werden Gott sei Dank dann direkt aufgelöst. Jetzt 82%, ich weiß nicht, ob es jetzt zu wenig sogar ist. Der Heiler ist hart am Struggeln, sag ich mal. Ich muss näher ran. Okay, er nimmt hier auf jeden Fall mit. Von mir eigentlich noch egal, weil ich kann gerne ein bisschen da vorne mitnehmen. Ich bin außer Reichweite. Ein bisschen Schaden machen. Wir machen einen Herfaller rein. Den hier rein. Finden einen Schuss. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, der Schuss war richtig. Ich habe kein Ziel. Damit wir ja möglichst wenig von denen abbekommen da vorne. Ja, 88 Tendenz geht nach oben. Durch den Tod, so sei es. Sobald KR ready ist, zünden wir natürlich. Oh, da haben wir einen Weg. Und dann wird es auch nicht sehr viel mehr abgehen. Oh. Ja, okay, dem kann ich nicht widerstehen. Ich glaube, wir brauchen mehr Köln. Die Fahne braucht man kein Köln. So, gucken wir doch mal. Sieg. Ah, diesmal nix. Krasse Handgelenke. Xavius lauert noch tief im Albtraum, unbesiegt. Dieser Gegner war lediglich sein und Lederhandgelenke. Ja, kann man so mitnehmen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Was war das jetzt? Finsterherzdickicht auf Stufe 5. Immerhin. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao.